Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich heiße Daniela und nenne mich hier auf YouTube und Facebook Kampfesdame. Und heute gibt es eine neue Videoserie für euch. Die ist mir so, während ich hier angefangen habe, das einzurichten, ist mir die Idee gekommen. Und zwar nennt sich diese Serie, wie ihr im Titel schon lesen könnt, Kampffischgerechtes Wohnen. Und zwar wird es so ablaufen, dass ich hier mehrere 25 Liter Becken einrichten werde und die immer verschieden. Dazu habe ich auch schon auf Facebook einen Beitrag geteilt, wo ihr gerne schreiben könnt, was ihr euch wünscht. Oder auch per Direktnachricht, Kommentar etc. Ich bin ja auf allen Wegen erreichbar, könnt ihr unten einfach mal in die Infobox gucken. Und ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht. Ich habe ja schon zwei Layout aus dem Kallax-Becken, die ich euch gezeigt habe. Und zwar ist es das 25 Liter Standardbecken, ich glaube 40 x 30 x 25 oder 30 x 30 x 40. Auf jeden Fall passt das mit ein paar Modifikationen in den Kallax-Schrank vom schwedischen Möbelhaus. Man muss nur ein Brett drunter tun, weil es ein Zentimeter länger ist. Ansonsten passt es von der Höhe mit einer Aquael-LED-Lampe voll rein. Man braucht dann nur noch eine Plexiglasscheibe für die Kampffische und kann sofort einrichten. Der Vorteil ist, man hat eine sehr tiefe. man hat eine sehr große Tiefe, da man nur den kleinen Bereich vorne sieht. Der Vorteil zu diesen typischen Kallax-Becken ist, dass man die Höhe hat, die den Schrank mehr ausfüllt und gleichzeitig das nicht zu hoch ist, um da einen Kampffisch drin wohnen zu lassen. Ich glaube, es ist wirklich nur 25 cm. Ich schreibe es uns hier nochmal hin. Und da es 25 Liter hat, ist es genau im mittleren Bereich für einen Harpoon geeignet, wie auch für einen etwas älteren Plakat oder einen Plakat, der damit zurechtkommt. Ich habe ja meine Plakat auch in den 25 Liter und habe da keine Probleme gehabt. Genau, und der Vorteil an den Becken ist, dass man dadurch, dass man die Tiefe hat, räumlich für den Kampffisch das besser einteilen kann. Man kann einen dunklen Bereich machen, einen helleren Bereich und kann dementsprechend auch vielleicht anspruchsvollere Pflanzen. Und ich habe jetzt erstmal nochmal ein einfaches Layout gemacht. Dafür habe ich In-vitro-Pflanzen benutzt, wie auch Pflanzen, die ich hier noch hatte. Habe Holz benutzt und einen Stein. Ich glaube, das ist rot. So ein roter Vulkanstein. Ich komme nicht auf den Namen. Habe schwarzen Kies verwendet. Darunter eine Schicht von einem so einem Düngerpulver, was ich mal ausprobiert habe. Und ich hatte das Becken schon angefangen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob ich es gefilmt habe. Seht ihr dann gleich. Ansonsten starten wir im Prinzip mit einem Becken, wo der Kies schon drin ist. Ich habe das nach hinten nach oben laufen lassen, die Kiesschicht. Die ist dann am Ende so 3, 4, 5 cm, dass man da auch schön Pflanzen setzen kann, die auch tief wurzeln können. Und ich habe wirklich ein ganz einfaches Layout gemacht. Und die nächsten werden dann vielleicht ein bisschen anspruchsvoller. Da könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie gesagt. Es ist jetzt auch wieder ein langes Intro, aber ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Kommentiert, liked, teilt gerne, wenn es euch gefallen hat und los geht's!
da als drittes eingereiht und ihr seht, ich habe die Aquae-Lampe gerade so gesetzt, dass ein Becken eher weniger Licht abbekommt, sodass ich das immer switchen kann, dass die Batters auch nicht vollflächig extrem viel Licht abbekommen, sondern eher so mittelmäßig. Und das funktioniert ganz gut. Ist natürlich für mich am Ende des Tages ein bisschen mehr Arbeit, da ich die Leuchten immer wieder umsetze. Aber es hat mir gezeigt, dass ich so auch den Pflanzen, die ein bisschen mehr Licht benötigen, gerecht werde. Und man sieht da, der weiße Plakat, der hält sich in den helleren Bereichen auf. Also meine Kampffische haben kein Problem mit Licht. Deswegen müsst ihr das dann bei euch einmal ausprobieren.